Wie sieht der Arbeitsmarkt im zweiten Quartal 2019 aus? Was wird sich verändern? Wo sind die Chancen für Sie? Basierend auf einer bundesweit repräsentativen Befragung von 1000 Arbeitgebern gibt das Arbeitsmarktbarometer Auskunft über den Arbeitsmarkt. Dazu befragen wir viermal im Jahr Unternehmen verschiedener Branchen, ob sie im kommenden Quartal Neueinstellungen planen, Personal abbauen möchten oder ohne Veränderungen planen. Die deutschen Unternehmen senden für das kommende Quartal positive Signale an Arbeitssuchende. So rechnen 11% mit Neueinstellungen, Personalabbau erwarten dagegen nur 1% und 85% sagen keine Veränderungen voraus. Daraus ergibt sich ein saisonal bereinigter Beschäftigungsausblick von plus 9%. Im Vergleich zum Vorquartal steigt dieser Wert um einen Prozentpunkt, im Hinblick auf das zweite Quartal 2018 bleibt dieser aber gleich. Wie sehen die Prognosen bei Unternehmen aus? Weiterhin herrscht der positivste Nettobeschäftigungsausblick bei den Großunternehmen mit plus 29%. Allerdings bedeutet diese Zahl im Jahresvergleich eine starke Abnahme von 10 Prozentpunkten. Bei den mittelgroßen und kleinen Unternehmen liegt der Wert bei 19 bzw. 14%. Die Kleinstunternehmen rechnen hingegen mit einem unbelebten Arbeitsmarkt und prognostizieren einen Beschäftigungsausblick von nur 3%. Die Verkehr- und Kommunikationsbranche ist besonders optimistisch und erreicht mit einem Wert von plus 15% den höchsten Nettobeschäftigungsausblick. Zugleich ist es die beste Prognose seit 8 Jahren. Die Bergbau- und Rohstoffindustrie dagegen meldet mit minus 1% den schwächsten Beschäftigungsausblick. Diese und weitere Ergebnisse finden Sie auch gesammelt in unserem PDF. Erfahren Sie in unserem Imagefilm mehr über die Manpower Group, den weltweit führenden Experten für Personallösungen. Die Links zu unserem PDF und dem Imagefilm finden Sie hier unter diesem Video.